mindestens auf ein Viertel seiner HP runter, nicht so. Also maximal noch ein Viertel seiner HP. Ja. Ja, ich find's immer schön, wenn ich sowas richtig Orks-Squishiges in Arena, sowas wie Ash oder so. Ja. Katrina wieder 450 eher Leben am Anfang. Ja. Katrina wieder, ich habe auch noch 420, ich spiele auch sehr low HP an. Ja, ich. Aber bei einem Stun halt Level 1 gleich, ne? Beides trifft, was im Busch eh sehr wahrscheinlich ist, weil die Leute einfach gerade reinlaufen, ne? Ja, ich habe Katrina und das, die werden nicht schaffen, die mich ziemlich sicher. Was ich heute auch als Lane gehabt habe, bist du der Person Sushi, Irelia und Garen. Boah, Slow bzw. Stun und genau. Bam. Mit dem Timo. Ja, die Karte, oh, die Karte spielt auf Boots wieder Clemens sonst. Und dann gewöhnt sich das. Oder gewöhnt sich an einen dünneren Skillshot. Und dann landet der Skillshot in einen Creep. Du kriegst. Das ist so geil. Richtig viel am Anfang. 150. Ja. Das ist einfach mal so das ganze Mana am Anfang. Du hast aber die Mana-Kosten der Klinge raufgesetzt. Was ist auch ja, finde ich aber okay, weil du hast immer irgendeinen Harass, den du in der Lane kriegst. Und die sind meistens sehr vorhersehbar. Ich hab's geil gehabt letztens, ich hab einen Caitlyn in der Mitte gehabt, der beinahe andauernd Traps gesetzt. Das ist so geil. Ich bin mit dem Schild in den Trap reingelaufen. Ich hab mit dem Mana gehabt. Und der Skin, er ist einfach so abgöttisch geil. Also bei Annie finde ich den Prom Queen cool. Und dazu muss halt noch ein Moment Almost Prom King spielen. Der ist auch urfies, finde ich, der Skin, der Almost Prom King. So ist dieser, das, allgemein, der Mumu-Skin ist so urintelligent, finde ich irgendwie. Timo. Er ist wach gestorben. Alter. So, was ist, was ist noch? Ich hab das in zwei gestorben jetzt. Lässt jetzt auch mit einer gerade. Scheiße, nur 25. Halt, was geht mit mir? Nein, noch immer noch Ryan oder Katarina. Wie viel hat sie? Mit 10 sein will und dass jeder immer die Mises ansagt, dann kann man auch selber mal auf die Minimap schauen, weil sobald ich irgendwie über den Fluss hinüber bin, schaue ich immer auf die Minimap, ob irgendwas misst. Ja. Jetzt zum Beispiel, ich sehe keinen Trundle, ich sehe keine Katarina, ich gehe zurück. Der Brand sieht anscheinend auch so. Und jetzt kommen nochmal zum Tower, Katarina. Blöd ist, dass die schon die Boots Level 2, also die 2 Boots hat und ich nicht. Das heißt, die nimmt mich einfach mit dem Speed gerade irgendwie auseinander. Also ich war noch nicht zurück halt.